Herzlich willkommen zu meinem neuen Motovlog, Leute. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass wenn wir auf das Video, also auf das letzte Video, 60 Likes schaffen, dass dann wieder der Sportler raufkommt. Und genau das machen wir heute. Wir werden den Sportler endlich mal montieren. Ich werde mal endlich wieder mal fahren. Ich bin jetzt seit, keine Ahnung, aber ich fahre jetzt sehr, sehr lang schon Ori, weil einfach Polizei extrem bei uns war. Aber ich glaube, das hat sich jetzt auch gelegt und dass nicht mehr viel Polizei ist, weil schaut mal das Wetter. Ich meine, bei diesem Wetter kann man auch nicht ideal fahren, das muss ich auch sagen. Also wir werden heute nicht fahren, also schon in diesem Video, aber der Ausschnitt ist dann von einem anderen Tag, weil bei dem Wetter weiß ich nicht, ob man dann fahren kann bei Eis und so. Ich glaube, das ist nicht so ideal, aber wir werden ein bisschen im Schnee herumfahren und werden auf jeden Fall mal den Sportler montieren. Vielleicht schmilzt dann bald einmal der Schnee und dann fahren wir auch, bei dem Wetter fahre ich natürlich nicht, Leute. Aber ich wollte euch nur sagen, dass es arg ist, dass wir jetzt schon über 100 Likes haben auf dieses Video. Und jo, let's go, ich montiere jetzt den Sportler, Leute. Und ich sage euch dann, wenn es fertig ist. Und so, Leute, mittlerweile ist es auch ein bisschen dunkel geworden, Leute. Auspuff ist jetzt ab. Zwischenstand, ich weiß nicht, ich sehe es, aber irgendwie kann er das Licht nicht annehmen. So, da haben wir schon den Enox, den wir wieder montieren. Das 13er Ritzel ist verbaut, es ist auch schon wieder umgedüst, also es passt alles, Leute. Da haben wir den Enox, 13er Ritzel, wir hauen jetzt direkt einmal den Enox drauf und dann werden wir gleich mal einen Soundcheck machen, ein bisschen warm laufen lassen, weil es ist ja lange nicht mehr gerannt und ich melde mich dann gleich, Leute. Aber ich habe schon mega Bock, wieder auf einen geilen Sound und Kuss geht raus nochmal für die ganzen Likes. Vielleicht schauen wir auf das Video auch noch 100 Likes erkaufen, wenn Ginelli Spaß. So, okay Jungs, ich montiere den jetzt mal und melde mich dann wieder. So, meine Friends, mein Moped ist jetzt da mit dem Sportler, Leute. Leider ist es halt jetzt schon dunkel und ihr seht es nicht, aber wir machen jetzt gleich einen Soundcheck und dann müssen wir eigentlich nur mehr warten, bis der Schnee hier weg ist, der überall liegt und das Eis auf der Straße. Ich werde jetzt ein bisschen im Schnee, ein bisschen driften im Garten. Aber auf jeden Fall, wir müssen warten, bis der Schnee weg ist. Und dann werde ich auf jeden Fall mit dem Moped eine Runde fahren. Also nicht eine Runde, der Enox bleibt jetzt erstmal wieder oben. So, schalten wir mal ein, schauen wir mal, ob das gute Ding angeht. Ich muss sagen, ich war jetzt, wann ich das letzte Mal auftrete. Ich habe das Safe jetzt einen Monat stehen lassen. So, es dreht nicht zu hoch, Joker ist auch aus. Ja, Leute, das ist eigentlich schon der Sound. Mama, geben wir mal Gas. Ja, der Sound ist schon geil. Jungs, ich freue mich schon wieder mal wieder mit dem Fahren. Ja, jetzt ein bisschen im Garten noch ein bisschen driften, Leute. Aber wir sehen uns jetzt in zwei Tagen, also beziehungsweise ihr jetzt gleich nach diesem Clip. Seht ihr, wie ich fahre. Und ich muss jetzt erstmal ein paar Tage warten. Schön mit euch bis zum nächsten Clip, Jungs. Also ich gehe, also ihr müsst jetzt einfach noch kurz dranbleiben. So, meine Freunde, es sind jetzt einfach 7 Tage vergangen. Digga, und das Wetter wird nicht besser. Wir haben noch immer minus 1 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die Straße glänzt. Es ist, also es ist nicht mehr so rutschig, aber es ist einfach rutschig. Es liegt noch immer ein bisschen Schnee. Leute, es tut mir einfach leid. Nur ich habe jetzt gedacht, ja, ich kann jetzt nicht 3 Wochen warten und kein Video bringen. Deswegen, Leute, ihr wisst ja, ich habe den, also seht ihr ja, ich habe gerade den Enox montiert. Ich bin jetzt eine Woche später hier dran. Und es hat sich nichts gebessert, keine Ahnung, Leute. Und, Digga, es ist echt ein Scheiß. Ich hoffe einfach, ich weiß nicht, was mit dem Wetter ist heutzutage. Ich hoffe einfach, es wird bald wärmer. Und, also es muss ja nicht mal wärmer werden, aber es muss halt wenigstens trocken sein. Weil, Leute, mir ist es ein bisschen zu risky, wenn ich da ein bisschen rutscht, ist das Ananas.
Nicht, dass dann mich hinhaut und what the fuck und keine Ahnung. Gar keinen Bock drauf. Leute, ja, es tut mir leid, was soll ich tun? Das ist halt der Winter. Ich bin halt da ein bisschen safety unterwegs, sagen wir mal so. Also ich wäre so weit, also Jungs, wenn natürlich sofort irgendwann Schönes aufhört, irgendwie Schnee, Eis und so, und einmal vielleicht 4 Grad hat, dann werde ich mich sofort aufs Moped setzen und werde dann sofort ein Video machen und werde sofort Gas geben und echte geile, also geile Aufnahmen machen. Aber aktuell ist es halt noch immer nicht möglich, weil das Wetter einfach zu beschissen ist, Leute. Deswegen brauche ich jetzt eure Hilfe und ich wollte euch jetzt fragen, Jungs, was soll ich mal machen jetzt im Winter? Also ich weiß nicht, wir könnten noch ein Moped-Bewert-Video machen. Also für alle, die noch nicht gemacht haben und für alle, die anderen können nochmal mitbewerten. Oder wir könnten einmal, was ist ich? Keine Ahnung, Jungs. Schreibt mal rein eure Videoideen. Machen wir wieder da die Garage zu, weil da geht's echt kalt rein. Ja. Wieder zu. Aber die Frage ist, was könnten wir für Videos machen? Ja, Moped bewährt Videos. Was weiß ich. Ich habe echt keine Ahnung. Ja, also bitte, Leute, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr eine Videoidee habt, die auch halbwegs umsetzbar ist, wo man am besten nicht Moped fahren muss. Ich meine, ich habe jetzt schon eure Mobs bewertet, aber was könnte ich noch machen?